Karl-Heinz Kopf, der Finanzsprecher von der ÖVP, ist am Wort. Finanzminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen hier im Hohen Haus, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Saal und auch an den Empfangsgeräten. Ich weiß nicht, Kollege Greiner, wie hoch die Gefahr oder wie groß die Gefahr hier herinnen eingeschätzt wird, dass du in diese Verlegenheit kommen solltest, dem Minister Brunner nachfolgen zu müssen. Aber lassen wir das und kommen wir zur Sache selber. Er hat damit angefangen. Es besteht ja kein Zweifel, dass wir nach der wirklich uns alle und die Bevölkerung enorm belastenden Zeit der Covid-Pandemie jetzt, wir hätten es fast nicht für möglich gehalten, in einer Krisensituation uns befinden, die anders gelagert, aber um nichts geringer in ihrer Auswirkung ist, nämlich die ganze Problematik rund um Energie. Einerseits um die Energieversorgung, sowohl für Private wie auch für Betriebe, detto die Energiekosten, viele enorm belastet und auf der anderen Seite wenige, die in dieser Situation unverhofft zusätzliche Gewinne schreiben aufgrund von Preisentwicklungen, die letzten Endes nichts mit Gestehungskosten und so weiter zu tun haben. Keine leichte Diskussion, in der wir uns da befinden, vor allem was Letzteres betrifft. Aber zuerst zur Energieversorgung. Ja, es ist zunächst einmal unsere große Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Haushalte und Betriebe über genügend Energie verfügen können. Es ist uns Gott sei Dank gelungen, die Gasspeicher in Österreich, die wir dringend brauchen, werden jetzt über den Winter so zu befüllen, fast zu 100% zu befüllen. Das ist, denke ich, ein erster großer Erfolg, der nicht zuletzt dieser Regierung vor allem gelungen ist. Und das war auch dringend notwendig. Gleiches gilt es aber sicherzustellen beim Strom. Nichts gefährlicher als zu geringes Angebot hier und die Stabilität im Stromnetz zu verlieren, heißt, das Gebot heißt natürlich auf der einen Seite einzusparen im Verbrauch. Deswegen legen wir heute ein Stromverbrauchsreduktionsgesetz vor, das dabei mithelfen soll, vor allem anzureizen, in Spitzenzeiten den Verbrauch zu reduzieren, Verbräuche entweder überhaupt zu verhindern oder zu verlagern in andere, nicht so starke Auslastungszeiten. Und da gehört natürlich bei der Stabilisierung und Sicherstellung der Netzstabilität auch dazu der forcierte Ausbau bei erneuerbaren Energieträgern, und der wird massiv vorangetrieben. Zweiter Punkt, Energiekostenentlastung. Es gibt bereits seit 1. Dezember für die Haushalte eine äußerst attraktive Stützung des Strompreises auf 10 Cent herunter, von der viele profitieren. Also alle, die hier den Teufel an die Wand malen oder behaupten wollen, wir kümmern uns nicht um die Haushalte, der spricht das wider besseren Wissens aus. Und wenn wir jetzt auch noch zusätzlich über einen Heizkostenzuschuss reden, der sinnvollerweise und treffsicher zu sein, über ein bestehendes Instrumentarium, nämlich über Länder und Gemeinden, abgewickelt werden soll, dann ist das nicht mehr als vernünftig. Und wenn wir dann zu den Betrieben kommen, zu kritisieren, dass Deutschland ein Riesenprogramm angekündigt hat, das noch zu beschließen sein wird im Bundestag, dann gilt das frühestens ab dem März nächsten Jahres, zumindest was den Automatismus betrifft. Wir haben bereits ein Instrument mit dem Energiekostenzuschuss etabliert, das rückwirkend bis Februar dieses Jahres Entlastungen bringt. Für diese Zeit des Jahres 2022
gibt es für die Betriebe in Deutschland praktisch nichts. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir dann schon auch bei der Zukunft. Bei vielen kommen die Energiepreiserhöhungen tatsächlich erst an, das wissen wir. Das heißt, es wird natürlich ein Folgeförderprogramm und Entlastungsprogramm bei den Energiekosten für die Betriebe brauchen. Und zwar ab 1. Oktober, wenn das andere ausgelaufen ist, überhaupt keine Frage. Und ich sage hier noch einmal das, was ich schon bei der letzten Sitzung gesagt habe, dieses Programm darf in Bezug auf die Entlastungswirkung bei den Betrieben und damit letzten Endes, was die möglichst einfache Handhabung anbelangt, hinter dem deutschen System nicht zurückbleiben. Das heißt nicht, dass wir es kopieren müssen, aber es heißt, dass es nicht hinter dem substanziell zurückbleiben darf. Und ein letztes zur Finanzierung, meine Damen und Herren. Ja, das wird das Budget belasten und wenn die Alternative dazu wäre, schlicht und einfach Haushalte und Betriebe im Stich zu lassen, das werden wir mit Sicherheit nicht tun. Wir sind von der ersten Minute weg dieser Krise, so wie auch zuvor schon bei der Covid-Krise, und zwar bis zu ihrem Ende an der Seite unserer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, sowohl privat wie auch unternehmerisch. Und einen Finanzierungsbeitrag werden auch jene zu leisten haben und deswegen diese Gesetze jetzt zur Einhebung von Energiekrisenbeiträgen bei Strom und bei Gas, also bei fossilen Energieträgern, um von denjenigen einen vertretbaren Beitrag zur Finanzierung abzuverlangen, die durch die ganze Preisentwicklung unverhofft in eine zusätzliche Gewinnsituation gekommen sind. Dass das von der reinen Lehre, marktwirtschaftlichen Lehre her durchaus diskussionswürdig ist, ist mir selber auch bewusst. Aber in dieser Situation, denke ich, ist diese Entscheidung gerechtfertigt und wir haben sie deswegen auch so getroffen. Das heißt abschließend, meine Damen und Herren, wir werden keine Minute müde werden und nachlassen, sowohl bei der Sicherung der Energieversorgung hier in Österreich für Private und für Betriebe, so wie auch auf der anderen Seite vor allem in der Sicherung der Leistbarkeit dieser Energie für Haushalte und Betriebe. Das ist unsere Aufgabe und die werden wir zu 100% erfüllen. Karl-Heinz Kopf von der ÖVP war das. Er sagt, die Stabilität im Stromnetz darf nicht gefährdet werden. Daher ist es wichtig, den Stromverbrauch zu reduzieren.